Hallo Rudi, schön dich hier zu dir. Sigrid, da freue ich mich. Hallo, guten Abend. Ja. Ja, wir sind hier zusammen auf dem Bronzebesuch. Mein Name ist Sigrid Harry. Ich bin schon sehr viele Male hier gewesen. Und wie ist es bei dir? Ja, wir sind jetzt das vierte Mal hier. Ja, ich bin seit 2014 sind wir dabei. Produkt nehme und 2015 sind wir dann mit der ganzen Sache mal gestartet. Anfang 2015 und im November 2015 waren wir dann hier erste Mal zum Bronzebesuch. Ja, da, zu dem Zeitpunkt waren wir schon Diamant gewesen, aber vom Wissen unter Bronze, deswegen, da ging alles sehr schnell und ja, ich war von dem Termin hier sowas von begeistert, dass ich nach Hause gefahren bin, das ganze Ding nur mehr explodiert ist und ich das als Aufgabe mir gemacht habe, für gerade von diesem Bronzebesuch eben mehr zu erzählen. Und ich bin bis heute noch, aber ich will gar nicht so viel am Anfang erzählen, weil ich glaube, ich... Also November, wir haben jetzt November, unser erster Besuch war im November. Ich glaube, das war 2004, also ist schon eine ganze Weile her, ne? Das war so, ja, was kann so ein Bild, ne? Ja. Und was ist denn für dich so von damals, als du das erste Mal hier warst, noch so ein besonderes Erlebnis? Was da so hängen geblieben ist? Ja. Ja, für mich ist das Allerwichtigste war für mich erstmal das absolute Vertrauen zu finden, wenn ich nach Hause fahre. Ich bin, wie gesagt, seit 40 Jahren selbstständig als Unternehmer und in einigen Bereichen. Und ich habe gesagt so zu meiner Frau, so, dann starte da mal. Und dann bin ich zum Bronzehusen mitgefahren und damals gesagt, so, schau dir das alles mal an. Und bin hier angekommen und habe ein absolutes Urvertrauen bekommen und habe dieses Fundament, was ich angefangen habe, aufzubauen zu Hause. Ich glaube, hier gefestigt das Ganze. Und das haben wir dann, wenn wir nach Hause gekommen sind, unseren Leuten auch gesagt, ihr müsst unbedingt, unbedingt nach England, weil das hat uns so viel gegeben, dass wir glauben, dass es ganz, ganz wichtig ist, unsere Teampartner zu bewegen, hier hinzufahren, um schnell hier hinzufahren. Desto schneller es geht, desto besser. Weil das, was hier passiert in dieser einen Woche oder in den paar Tagen, das können wir gar nicht stemmen alleine, was die für ein Urvertrauen hier bekommen. Und ich weiß nicht, wie es war bei euch in deinen Erfahrungen. Ja, also bei uns war es ganz anders, als es jetzt abläuft. Ich habe ja gesagt, 2004, wir waren eine kleine Gruppe. 10 Leute, jetzt im Moment sind wir, glaube ich, über 70, ne? Schon ein Unterschied. Also es war auch Family. Meine beiden, meine Schwägerin und ihr Mann, also meine Schwägerin und mein Bruder, meine Schwester und ihr Mann und wir und noch ein anderes Paar waren wir zusammen hier, also 10 Leute. Es gab damals 2 Wohnungen, die Lifeplus gemietet hat, weil nämlich immer wieder auch die Gründer von Lifeplus gekommen sind und die nicht immer ein Hotel wollten und so, dass sie gerne ein bisschen was Privates hatten. Und diese Wohnungen durften wir nutzen, wir waren total begeistert. Der Wohnung, in der Brot lief und Bob und so, das war total klasse. Und was ich ganz besonders fand, so Wertschätzung, diese Wertschätzung, wir reden immer wieder darüber an unseren Meetings, dass es eine andere Firma ist hier, dass es hier was Spezielles ist, diese Wertschätzung. Aber die haben wir hier echt 1:1 mehr als erlebt. Es ist so eine Herzlichkeit bei uns und es ist schon eine tolle Sache. Und jetzt in den letzten Jahren, sage ich dir, von den Teampartnern, die auch hier waren und zurückgekommen sind, wir waren ja nicht immer mit gewesen. Da war so eine Begeisterung. Und immer, ich glaube, wenn die Leute hier gewesen sind, die Bronzepartner, wenn ich das mal so beobachte, statistisch mal nachgegangen, aber die haben alle nicht aufgehört, die haben alle weitergemacht. Und ich in dem Vergleich dazu sehen, dass Leute, die im Bronzestatus waren, die nicht hier waren, wo man sich trotzdem drum gekümmert hat, das ist von der Statistik, die glaube ich, dass einige Leute wieder weggebrochen sind. Dass es deswegen für mich ganz wichtig ist, diese Termine zu promoten, sehen, dass wir unsere Leute hinkriegen. Also das so, das sind so meine Erfahrungen. Ja, das haben wir auch schon von Robert gehört, dass er sagt, dass er feststellt, dass nur ungefähr die Hälfte der Leute, die Möglichkeit hätten zu kommen, hierher zu kommen. Und wenn man bedenkt, wie das toll ist, wie das immer wieder aufbauend ist, ist es eigentlich total schade, wenn nicht jeder diese Möglichkeit annimmt. Du hast gesagt, dass es ganz wichtig ist, für die Leute zu kommen. Was denkst du? Ist es gut, wenn sie mit uns gemeinsam kommen, wenn wir sie begleiten als Diamanten?
Oder ist es gut, wenn jede Party für sich kommt? Na, ich glaube schon gut, dass wir dabei sind, dass wir so ein bisschen mit Fragen auftauchen, dass wir so ein bisschen mithändeln können. Für mich ist nur ganz wichtig, weil da kriege ich gerade bei uns im Team mit, diese Warterei, weißt du, die haben die Möglichkeit, hier runterzufahren. Nein, jetzt warte ich mal, dass mein anderer Teampartner, ich möchte mit denen zusammenreisen. Und da weiß man nie, was das Leben so spielt, was dann da passiert. Ich versuche immer zu Hause, denen zu sagen, Mensch, und wenn ihr alleine fahrt, dabei ist keiner, das ist einfach nur schön, fahrt los, fahrt alleine hin und kommt mit der Energie, die wir jetzt gerade wieder spüren, ja, kommt zurück und steckt die Leute an und dann habt ihr eine andere Motivation, die Leute zu überzeugen, dahin zu fahren. Ich finde, das hat so ein bisschen wie zwei Seiten. Auf der einen Seite, wenn man mit dem Team geht, ja, dann ist man miteinander und man erlebt das alles gemeinsam, man kann auch gemeinsam besprechen. Bringt uns das oder das was? Gerade heute haben wir so Teambuilding-Spiele gemacht und da kann man ja ganz viel rausziehen. Was können wir umsetzen zu Hause? Was ist wichtig? Auf was müssten wir beachten? Punkt Kommunikation zum Beispiel. Ne? Ja, ein sehr ganz großes Thema. Und auf der anderen Seite, wenn die Leute alleine gehen, dann lernen sie meiner Meinung nach viel mehr andere kennen, weil wir sind ständig oder viel sind wir mit ihnen zusammen und so, wenn sie alleine gehen, dann müssen sie andere kennenlernen. Sie können ja nicht alleine am Tisch sitzen, ne? Naja, klar. Ja, deshalb finde ich, hat beide Seiten. Naja, aber ich meine, das ist ja so ein Punkt, deswegen sage ich, das ist natürlich, hat wahrscheinlich auch Vorteile, wenn sie, Leute, die nicht ganz so selbstsicher sind, wenn die in der Gruppe fahren. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Selbst wenn man in einer Gruppe hinfährt, man kann sich auch teilen, man muss ja nicht mit den gleichen Leuten immer am Tisch sitzen. Aber ich meine nur das, was mich gerade zu Hause beschäftigt, ist uns gerade passiert jetzt. Wir hätten, glaube ich, mit 4 Leuten mehr fahren können hier, die nicht mitgekommen sind, weil sie wieder auf andere gewartet haben. Ja, das ist manchmal schade, ja, aber das ist jedem seine eigene. Ja, genau, da müssen die selber wissen. Genau. Wir haben ganz oft versucht, in den Teams zu arbeiten und zu gucken, wie viele können wir mitnehmen, mit wie vielen können wir nach England fahren. Das war ganz oft unser Ziel, dass wir wirklich mit einigen Leuten hier waren. Eben, am Anfang war es ja so, dass man diese Wohnungen füllen konnte. 10 Leute waren Maximum möglich. Und später, ja, da war es dann, spielt es keine Rolle mehr, wie viel. Und da waren wir immer darauf erpicht, dass wir wirklich eine ganze Gruppe hatten. Aber natürlich war es nicht immer möglich. Wir hatten sogar einmal das Glück, mit unserer Tochter und ihrem Mann hier zu sein, weil das ganz Besonderes war. Das, ja, was ganz Spezielles und so. Und ich bin sicher auch, du hast ganz spezielle vielleicht Erinnerungen, Highlights oder so. Irgendwas fällt dir doch was ein? Naja, es war Highlight, nur weil du gerade erwähnt hast, kann ich nur bestätigen. Ich bin dieses Jahr auch mit meiner Tochter hier oder ich mit meiner Frau, die ist auch mit, erste Mal. Ja, Highlights sind schon, einmal Highlight ist für mich immer das Gefühl, mit nach Hause zu nehmen, diese Sicherheit zu kriegen und die Perfektion dieser Firma zu sehen. Heute wieder in diesem Callcenter, wir wollen ja immer nicht zu viel erzählen, aber da, was die bewegen, da kommt man so, wenn ich so aus meiner Selbstständigkeit sehe, manchmal in einem schlechten Gefühl rein, wie, dass man doch nicht so perfekt ist. Ne? Und ich dachte schon, dass ich vielleicht gar nicht so schlecht bin, aber dass man sieht, was man für ein Vertrauen zu den Leuten hier haben kann, zu dieser Firma. Ich fühle mich so in der Sicherheit. Und das ist ein Highlight für mich jetzt, das nach Hause zu tragen und auch andere Freunde, die selbstständig sind, auf diesem Weg zu führen oder so, denen die Sicherheit zu geben. Ich brauche ein Vertrauen, Freunden von mir zu sagen, Mensch, vernachlässige vielleicht mal ein bisschen mit deinem Plan B, deine Firma, weil hier gehst du einen Weg und ich kann dir versprechen, das funktioniert und du wirst nachher genauso glücklich sein wie wir. Wo man richtig spüren konnte, das hat den Unterschied gemacht. Die eine ging zum Beispiel nach Hause und hat gesagt, Leute, was ich euch bisher erzählt habe, war noch nicht halbe Wahrheit. Es gibt noch viel, viel, viel mehr. Und dann hat sie viele Dinge aufgezählt, die du jetzt gerade erwähnt hast. Mhm. Vertrauen und zum Beispiel auch, was mich total fasziniert, wenn wir mit den Mitarbeitern hier reden, wie heute wieder, so viele sind schon 10 Jahre, 15 Jahre oder noch länger dabei. Und das spricht ja auch für diese Firma. Ne? Immer wieder hören wir auch eine besondere Firma, auch für die Mitarbeiter hier. Und wenn jemand so lange dabei ist, das spricht wirklich für sich. Ja. Nicht nur eine Person, sondern eine ganze Handvoll oder noch mehr. Nee, sicher viel, viel mehr als nur eine Handvoll. Das finde ich auch. Eben, das macht schon so viel mit Einzelnen oder mit vielen unseren Partnern gemacht, dass man zu sehen, mit den ganzen Leuten im Callcenter zu reden, mal das Gesicht zu haben zu den Personen, wo man immer telefoniert mit ihnen. Definitiv. Ja, das sind ganz viele Punkte,
die man aufzählen könnte, was einfach ganz viel bewirken kann. Vielleicht auch nur ganz kleine Dinge oder solche Dinge eben wie heute Nachmittag die Spiele, dass man wirklich einfach so erkennen kann, ah ja, das und das ist ein ganz wichtiger Punkt, haben wir gar nicht drauf geachtet bisher und so, ne? Also ich denke, das ist ganz vielschichtig, was wir hier erleben können. Nicht so mein Naturell eigentlich, ne, wenn ich von irgendwas erzähle, dass ich Tränen in den Augen habe. Und deswegen finde ich, ist das für mich, diese Firma, schon ganz, ganz was Besonderes. Ja, das stimmt. Also der Meinung bin ich auch. Also immer wieder möchten wir es den Leuten erklären, aber erklären ist einfach nur das Halbe. Wenn du das selber spüren kannst, sehen kannst, mit den Leuten reden kann, mit den Leuten am Tisch sitzen kann und auch vielleicht mal was Privates erfährt oder so. Und dann wiederum sieht, wie sie sich einsetzen, wirklich für die Qualität der Produkte, für die Qualität der ganzen Versandarten und so weiter oder auch für andere Anliegen, die wir haben. Und wenn wir dann immer wieder mitkriegen, ah ja, die haben sich wieder eingesetzt für uns oder hier haben wir wieder ganz viele positive Punkte sammeln können. Also das finde ich richtig, richtig schön. Und das ist ja auch eine Unterstützung eben, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten, dass wir hierher kommen können und dass wir dann das organisieren können, dass wir vielleicht eben miteinander gehen können oder dass einige Partner miteinander gehen können, dass sie wirklich auch den Wert, dass wir ihnen den Wert vermitteln können, was hier geschieht. Wie sie sich's vorgestellt haben, wenn wir sie unterstützen können in ihren Zielen und so. Ja, das finde ich schön. Und das finde ich auch wünschenswert irgendwie, dass wir mit den Leuten so unterwegs sein können. Ja. Das fühlt sich ja gut an. Auf jeden Fall. Nein, das. Ja.